Ansonsten sind wir jetzt richtig im Eimer. Aber wir können auch Teleport nutzen einfach. Ja, easy. Habe ich ja gar nicht dran gedacht. Wir können sie einfach wegporten, wenn wir das Ding hier mal geschafft haben. Oh nee, es ist ein Kampfschrei, natürlich. Es ist schon wieder ein Kampfschrei, Leute. Schwierig auch noch. Oh nee. Oh nee, Digga. Das kannst du komplett vergessen. Also hier kriegen wir jetzt so auf die Fresse, Leute. Das ist, glaube ich, nicht machbar. Schaffst du? Oh Gott. Ich habe mich selbst in die Luft gesprengt. So gut bin ich, Diggi. So gut bin ich. Scheiße, scheiße, scheiße. Wir nehmen die Eispfeile wieder. Digga, was ist denn das hier immer? Ich will das gar nicht. So. Warum liegt denn hier die Lanze? Probieren es mal mit der Lanze. Mal sehen, was jetzt hier für ein Tier kommt. Ja, Rip, das schaffe ich im Leben nicht, Butschi. Das schaffe ich im Leben nicht. Oh, auch schon wieder so einer, ne? Der hat drei Waffen sogar und ein Schild auch noch. Ja, er zerstört mich richtig. Warum nimmt er denn eigentlich das Schild nicht? Meine Waffe richtet einfach gar nichts aus an Schaden. Wir bleiben mal schön hier in Deckung, Leute. Kleinigkeit essen nochmal. Hier so Matschepampe ist immer sehr lecker, ne? So, noch ein Spieß hinterher. Ach was. Ach, guck mal, der wird gestunt bei den Säulen. Das ist ja auch interessant. Das ist gut. Dann wissen wir jetzt, wie wir ihn eventuell kriegen könnten. Digga, hau ab. Geh weg. Komm her hier. Komm her. Komm her. Oh, scheiße. Jetzt ist er an der anderen Säule schon hängen geblieben. Ne? Das ist nicht so gut. Aber der kriegt ja gar keinen Damage. Hat denn der andere Tempel eigentlich auch diese Säulen? Hatte der andere Tempel auch diese Säulen? Na, komm her jetzt hier. Der hat die auch, ehrlich? Oh, scheiße, mein Schwert ist kaputt. Ein Hit reicht, ne? Ein Hit reicht. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Folgender Plan. Wir machen mal jetzt hier, So. Wir gehen mal aus dem Tempel raus, wir porten in die Stadt und uns ganz viele Pfeile. Und dann werden wir den Tempel machen. Wahrscheinlich nicht diesen hier, aber wenigstens den anderen Tempel, ne? Den kriegen wir ja wohl hin. Den anderen Tempel kriegen wir ja wohl hin. Vielleicht können wir uns noch irgendwie eine Waffe besorgen oder so, ne? Eine coole Waffe wäre auch noch nice. Pferdetätscheln. Haben wir hier einen kleinen Tipp? Ich habe den Tipp bekommen, man soll immer in den Ladesequenzen die ganzen Tipps lesen. Das ist wohl sehr, sehr, sehr wichtig. So. Also, wahrscheinlich hier in Hateno gibt es nichts. Oh, danke schön. Ich habe noch gar keinen Hunger, aber gleich esse ich das. Guck mal hier, Leute. Das Durchsichtige sind übrigens Salatblätter. Das sieht man jetzt schlecht. Guckt ihr euch das an? Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wann ich das essen soll. Machen wir gleich. So, wo waren denn die Städte? Hier war Hateno. Da ist das Institut. Ich glaube, wir müssen nach Hateno reisen einmal. Ich mache das mal. So. Hat ja gut geklappt. Wir reisen nach Hateno. So. Wie kann ich da hin? Gibt es da keine Schnellreise? Da gibt es gar keine Schnellreise hin, ne? Warum kann ich da nicht hinreisen? Da kann ich echt nicht. Ne, geht nicht. Es geht einfach nicht. Was ist denn mit dem ersten Dorf hier? Da gibt es Pferde. Hier, wir reisen mal dahin. Wir reisen mal dahin. Lass dir schmecken. Dankeschön. Ja, gleich mal gucken. Gleich mal gucken. Das war der kleine Tipp, den ich dir gegeben habe, den du überlesen hast. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst, Timo. Oder Timothy. Wie soll ich dich überhaupt nennen, Smitey McTimothy? Machst du erstmal die Story weiter, würde ich sagen. Meinst du, ich werde dann stärker, Adrian? Nee, ich will auf jeden Fall diesen einen Tempel, den machen wir. Den werden wir machen. Ich hole mir jetzt ganz viele Eispfeile und alles Mögliche.
Ja, ich esse noch nicht. Ich lasse erstmal noch ein bisschen stehen hier. Das ist ja so viel. Da bin ich ja eine Stunde am Essen. So. Hier geht's runter. So. Hier war ja irgendwo ein Laden, ne? Guck mal, hier wohnt Impa rechts im Häuschen. Das kennen wir alle schon. So. Ich denke, ich habe gerade 3 Stück Bananenkuchen gegessen. Da gibt es Karotten. Und hier gibt es Tränke. Oh, Tränke sind natürlich auch nicht schlecht, ne? Tränke sind natürlich auch nicht schlecht. So, hier haben wir normale Pfeile nur. Ja, das ist natürlich... 50 Rubine ist okay. Hat der nur normale Pfeile hier? Das ist natürlich... Oh, hier haben wir noch was. Feuerpfeile. Ja, Feuerpfeile richten wahrscheinlich nicht so viel Schaden aus, ne? Müssen wir vielleicht doch ins andere Dörfchen. Dann wirst du automatisch stärker. Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was haben wir hier noch Schönes drin? Naja, gut, hier gibt es Zutaten, ne? Ziegenbutter, Boblinherz. Alter, die sind richtig teuer, diese Boblinherzen. Gibt es hier einen Kochtopf? Gibt es hier irgendwo einen Kochtopf? Ist normales Feuer? Ich warte mal kurz. Ich schlafe mal kurz bis morgens. Nektarine. Oder Mandarine, wie heißen die Dinger? Ich weiß nicht. Blutmond, natürlich! Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Scheiße. Link, sei auf der Hut. Das hat uns gerade noch gefehlt. Blutmond heißt, dass alle neu spawnen. Geh nach rechts, da ist irgendein Kochtopf. Wo denn? Ich sehe noch keinen. Wo haben wir den Kochtopf? Hallo Tobias, grüß dich, ein wunderschön. Karötchen, ja, die nehmen wir alle mit. Ach, die kann ich gar nicht rausziehen. Das ist sehr schade. Das fand ich immer nervig, den Blutmond, ne? Ja, also das hätten die echt weglassen können. Aber naja. Kannst du nichts machen. So, wo ist denn hier ein Kochtopf? Das gibt's doch gar nicht, Leute. Jetzt habe ich angefangen zu snacken, ne? Jetzt geht das automatisch hier in einem durch. Rechts in der Ecke beim Wasser soll ein Kochtopf stehen. Gucken wir doch mal nach. Ja! Was ist das denn? Guck mal, das ist auch interessant hier. Die nehme ich mal alle mit. Oder soll ich die vielleicht mal da reinlegen? Hier ist ein Wasser, aber hier ist kein... Hier ist nichts weiter. Jetzt in der Ecke beim Wasser. Egal, ist wurscht. Wir machen jetzt Folgendes, Leute. Wir gehen in die andere Stadt. Ich brauche Eispfeile oder sowas, weißt du? Da werden wir hingehen. Da hinten unten See. Ja, Adrian, relativ schwierig, ne? Das ist asynchron. Wie geht es dir? Mir geht's super. Mir auch, Tobias. Mir auch. Ich habe gerade einen epischen Frühstücksteller bekommen. Guck dir das an. Alter, ich weiß gar nicht, wann ich das essen soll. Voll gut. Leckere Brötchen. Tomaten, Salat. Salami, Pute. Alles drauf. So, wir werden mal hier gucken. Ich glaube, hier kriegen wir vielleicht schon besseren Stuff, ne? Da war die Färberei. Noch auf der Suche nach so Eispfeilen oder so. Weißt du, wie ich meine? Eispfeile wäre mega gut. Das war die Färberei. Hier vorne, da ist es. Hier, da wollen wir hin. Da wollen wir hin. Nom, 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 oder? Richtig gut. Du hast ihn direkt angeschaut. Ach, jetzt hör doch mal auf. Ehrlich jetzt, Adrian? So... Wir haben auch noch Feuerpfeile. Bombenpfeile. Oh, Bombenpfeile. Was ist das für ein Pfeil? Athena-Stacks. Oh. Ja, sind zu teuer, die Bombenpfeile. Ich nehme trotzdem welche mit, ne? Ja, 1500 habe ich. Ich habe gar nicht so viele Rubine. So viele Rubine habe ich gar nicht. Ich nehme mal 2 Stacks mit. Also dann haben wir halt auch kein Geld mehr, ne? Aber... 700 Rubine habe ich auch nicht. Da muss ich 10 mitnehmen. Oh. Es ist, wie es ist.
So. Oh. Alles klar. Dann lass uns mal gucken, ob wir hier noch irgendwo was kochen können. Gib was ab, ey. Komm vorbei. Komm vorbei. Kannst gerne was abhaben. Okay, Leute, wir brauchen einen Kochtopf. Haltet mal die Augen auf, bitte. Wir müssen irgendwo Gemüse reinschmeißen hier. Bei einem Stall ist immer einer. Ja gut, im Dorf wahrscheinlich auch. Also im Dorf wird auch irgendwo Kochtopf rein, ne? Hier sind Ställe auf jeden Fall, aber das ist kein offizieller Stall. Hier ist doch was. Aber das ist aus, leider. Die Kochstelle ist aus. Hm. Wie kriegen wir das denn an, das Feuer? Vielleicht mit Feuerstein einfach? Vielleicht einfach mit Feuerstein? Wollen wir es mal ausprobieren? Weiß nicht. Das ist noch nie angemacht, so ein Feuer. Wo haben wir denn den Feuerstein? Hier, Feuerstein. Mach an. Oh nee, jetzt hat er es abgelegt. Das ist natürlich nicht so gut. Müssen wir wahrscheinlich doch mit einer Fackel machen, ne? Kochtöpfe sind da, aber kein Feuerstein. Ich möchte diese Rüstlinge benutzen. Das hier. Da ist schon mal Feuer. Das ist gut. Pass auf. Dann machen wir es mit der Fackel an. Ist ja kein Problem. Ich habe ja eine. So. Digga, jetzt ist das Feuer ausgegangen. Jetzt, wo ich gerade hier stand, geht das Feuer aus. Das kann doch nicht wahr sein. Was stimmt denn mit diesem Feuer nicht? Das Feuer ist ausgepustet. Leute. Ich fahre jetzt noch nach Deutschland, weil ich wohne in Österreich. Da fahre ich halt. Alles klar, bis gleich, mein Lieber. Weißt du, wo du hin musst überhaupt? Ich wohne in Sibirien. Einfach auf der, bei Google Maps einfach mal Sibirien eingeben und dann... Das ist Karma. Ja, wow, Batsch. Ja, wow. Ja. Weißt du, da gibt es eigentlich nur eine Sache, die man jetzt noch machen kann vor lauter Verzweiflung. Da ist Feuer. Bitte bleib an. Es regnet halt, ne? Es regnet, geht's Feuer eh aus. Ich warte jetzt mal bis morgen früh und ich hoffe, dass es dann nicht mehr regnet. Da kann ich das Feuer mitnehmen, weißt du? Was machst du denn im Maastricht, sag mal, Kilian? Es regnet nicht mehr. Ach, super. So. Die Fackel leuchtet. Wir gehen zum Stall und versuchen uns dann jetzt echt mal was zu kochen. Damit wir diesen Dude besiegen können, der da lebt. Ob das funktioniert, weiß ich natürlich. Ach, das ist super entspannt hier nebenbei beim Stream zu essen. Ne? Ich hoffe, es triggert euch nicht. Mmh, voll lecker. Hey, Treukind! Du hast es nicht so weit. Wohnst du auch in Sibirien, oder was? Wohnst du auch in Sibirien? Wie kriege ich das an hier? Mhm. So. Nee, ich will hier nicht. Warte, Moment. So. Also. Hat jemand mal ein gutes Rezept für irgendwas, was richtig, richtig massiv viel Rüstung bringt? Ich würde vielleicht mal zwei davon nehmen. Zwei davon und ein Stück Fleisch. Edelwildfleisch. Meinst du, das ist schon gut? Ich pack's mal rein. Ich probiere das mal aus. Zwei Minuten erhöhte Rüstung. Das ist gut. Ja, das ist doch super. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Erhöht sich die Zeit, wenn wir hier mehr Pilze nehmen. Zum Beispiel vier. Und ein Hühnchen vielleicht. So. Man kann kochen. Natürlich, natürlich. Übelst die guten Effekte haben die Speisen. Muss natürlich überlegen, was du kochst, ne? 3 Minuten 50. Abwehrfleischspieß mit Pilzen. Erhöht die Abwehr Level 3. Oh, das ist gut, Leute. Ja, schade. Jetzt habe ich schon so viel verbraten. Vielleicht noch ein Ausdauerling dazu oder sowas, weißt du? Haben wir hier noch einen Ausdauerling? Und mit Fisch machen wir es diesmal. Schwertkarpfen. Was haben wir hier noch? Nehmen wir einen Schwertkarpfen rein. Wir machen Fischspieß mit Pilzen. Doch hier bestimmt noch irgendwo was, was ausdauernd ist, oder?
Nee. Mm-mm. Was ist das denn? Speichert Energie? Ausdauer, füllt Ausdauer auf. Dann nehmen wir den mal mit rein. Zum Beispiel Chilischoten, so viel kann ich nicht verraten. Emira hilft gegen Kälte, wenn du davon was kochst. Ne? Das ist schon mal sehr gut. So. Schmeiß mal das mal in den Topf. Mal sehen, was rauskommt. Ein Pilzspieß. Ja, scheiße. Man darf mehrere Pilze wohl nicht mischen. Das hat jetzt gar keinen Effekt mehr. Das ist natürlich ganz schlecht. Aber ich denke, wir sind für den Kampf gewappnet. Ich sag mal, das war nichts. Nee. Chris, das war wirklich nichts. Grüß dich. Wie geht's dir, mein Lieber? Hallo, Christian. Ja gut, also wir sind jetzt eigentlich ausgestattet. Ne? Ich werde noch mal was essen. Eine Kleinigkeit. So. Irgendwie so ein Apfel einfach. Jetzt haben wir volle Energie und jetzt geht's los. Jetzt werden wir uns nochmal stellen. Ne? Jetzt werden wir nochmal versuchen, den Kampf auf uns zu nehmen und diese Maschine zu zerstören. Das Gute ist, wenn man den Schrein aufgedeckt hat, kann man sich immer wieder hinporten, auch wenn man den Schrein noch gar nicht abgeschlossen hat. Ich betrete nun den Stream. Auch wenn man den noch nicht abgeschlossen hat, kann man trotzdem hinreisen. Das ist mega gut. Oh, so lecker, ne? Christian geht's auch gut. Hervorragend. Ich schenke dir meine ganze Liebe. Ey, Dagi ist auch wieder da. Grüß dich, Dagi. Hi. So, bevor wir da reingehen, wählen wir erstmal unsere Waffen alle aus, denn wenn wir sterben, müssen wir das nicht nochmal machen. So. Dann nehme ich, das passt soweit, andere Munition. Ich nehme auf jeden Fall erstmal wieder diese Elektropfeile und sowas. Okay, los geht's. Aber ich hoffe, also wir müssen jetzt, hoffentlich kriegen wir das jetzt gebacken, ne? Hoffentlich kriegen wir das jetzt gebacken. Drückt die Daumen, Leute. Es geht los. Versuch Nummer 4. Ich habe das Spiel vor Jahren gezockt. Ja, ist seit 2017 schon draußen. Ich bin der Letzte, der dieses Spiel spielt, glaube ich. Auf diesem Planeten. Und Emira auch. Emira auch, ne? Die hat es auch noch nicht gespielt. Ja, das ist jetzt Mittel, ne? Das ist, okay, so. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Da kommt er. Ja, im Himmel. Was? Nein! Das ist schlecht. Ich habe direkt gegen sein Schild geschossen. Das ist ganz böse. Kommt der jetzt her? Okay. Rückzug antreten, Leute. Das Ding ist halt, unsere Waffe ist, glaube ich, auch zu schwach. Digga, was machst du denn? Warum kriegst du hier rum? Ich glaube, unsere Waffe ist auch einfach zu schwach, um den umzubringen. Weißt du, wie ich meine? Oh, fuck, wir brauchen eine andere Waffe. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt hinkriegen. Mit den Waffen, die wir haben. So, wir bleiben mal hier hinter schön. Oh, scheiße. Ich muss ja die Rüstspeise noch aufessen, ne? Jetzt habe ich ja extra gekocht, Leute, und ich habe es gar nicht gegessen. Wo ist das Zeug? Das gute Futter brauche ich hier. Das hier. Ist das gute? Oh, boy. Ich esse das jetzt mal. So. Ah, draufspringen weiß ich nicht. Er kommt jetzt. Und ich wollte nochmal was versuchen. Und zwar mal hier mit diesen Bombenpfeilen. Die waren richtig teuer. Oh boy. Oh boy. Lauf! Wir müssen gleich wieder was essen, Leute. Ich esse mal noch eine Kleinigkeit. Hier so ein Fleisch oder so. Ah, die sind teuer, die Pfeile, aber die bringen auch was, denke ich.
Ich brauche eine Säule. Ich brauche eine Säule! Bruder, geh hinter die Säule. Ich glaube, wir haben ihn gleich, ne? Müssen näher ran noch ein bisschen. Jetzt kommt er wieder. Ja, das war's. Die Pfeile sind schon mal leer. Aber... Oh nein! Was machst du denn? Lauf, Digga! Oh, um Gottes Willen. Nein! Oh, die schießen jetzt. Oh, das sieht nicht gut aus, was er gerade macht. Das sieht gar nicht gut aus. Alter Verwalter! Junge, Junge, Junge! Was macht der denn da? Okay, wir essen nochmal das Obst hier. Noch leben wir, Leute. Digga, lauf doch! Nimm doch das Schild! Warum nimmt denn der das Schild nicht? Nimm das Schild! Nein! Es ist so... Es ist einfach nur so krank, ne? Warum nimmt ihr denn das Schild nicht? Wie kann ich dieses Schild ziehen? Jetzt nimmt ihr das Schild, oder was? Oh, ist das ein Beutel der Leidenschaft hier, doch. Das Ding ist halt gleich... Vielleicht sind alle Säulen weg, ne? Das ist doof. Kann doch nicht wahr sein, Leute. Mein Schild ist zerbrochen. Mein Schild ist zerbrochen, officially. Ich muss den umbringen jetzt, aber ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie. Nimm doch den. Jetzt warum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum er das Schild nicht nimmt. Einfach weglaufen. Einfach rumlaufen. 1, 2, 3, 4. Und drauf. Wir haben ihn! Wir haben ihn! Ja, na sicher! Und eine Wächter-Axt 45er. Wow! Richtig gut. Wir haben es geschafft, Leute. Uff, mit vielen Tränken, Pfeilen, Ausdauer und Mut. Haben wir ihn bezwungen, diesen Lumpen. Aber wir haben sehr viel, ne? Also der Preis war hoch. Und zwar 350 Flocken hat das gekostet, die Explosionspfeile, die wir gekauft haben, ne? Also die haben jetzt den Unterschied gemacht, glaube ich. Hallo Fantasy, guten Morgen. Und hier haben wir auch noch einen epischen Bogen auch noch. In der Tasche ist kein Platz, wie bitte? Moment, wir müssen auch was wegschmeißen. So, der kann weg hier, guck mal. Weg damit. Aber ich glaube, den anderen, den schaffen wir nicht. Den lassen wir erstmal außen vor, oder? Den anderen lassen wir erstmal außen vor. Wir machen jetzt die Story weiter. Wir machen jetzt die Story weiter. Was denn hier los, Kirsche? Kirsche, vielen Dank. Boah, ist das freundlich. Dankeschön. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, wie geht's dir? Danke für dein Resub. Im vierten Monat schon. Krass. Danke, Kirsche. So, wir kriegen jetzt das Zeichen, Leute. Oh, hier liegt eine Tomate rum. Du hast die Prüfung der Stärke gemeistert. Num, num, num. Mir gibt es erstmal gleich J-Food. Was ist denn? Oder Y-Food? Was ist das? Was ist denn Y? Was ist denn Y-Food? Zeichen der Bewahrung. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? Habe ich jetzt gar nicht gesehen, ne? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Naja. Ach, eine Trinkmahlzeit. Ach, ein Smoothie meinst du? Smoothie. Ey, mir geht's super, ne? Wir haben heute mal... Im Gegensatz zu anderen Tagen, richtig viel Zeit zum Streamen, Leute. Wenn ihr Bock habt. Wenn ihr Bock habt, hab ich auch Bock. Dann haben wir richtig viel Zeit zu streamen heute. Wenn ihr keinen Bock habt, mache ich gleich aus. So.
Hey Keno, grüß dich. Was ist das für ein Regenbogenmann, den du da mitgebracht hast? Na? Hm. Ich habe mich so ein bisschen spoilern lassen, Leute. Es tut mir leid, aber... Und zwar, das, ich mache das jetzt einfach mal. Ich habe gesehen oder mitbekommen durch Zufall, ich habe gar nicht aktiv danach gesucht, dass wenn man die DLCs aktiviert, ne, dass man da zusätzliche Schreine hat. Und die sind auch im Startgebiet. Und deswegen will ich mal kurz gucken. Stimmt, du bist ja echt früh aus dem Bett gefallen, oder? Ja, ist so, ist so. Bitte stream. Ja, Adrian, keine Angst. Keine Angst. Wir machen weiter. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und viel Spaß beim Zocken. Haust du ab jetzt, Kilian, oder was? Na gut. So. Dann wollen wir nämlich mal schauen, was haben wir denn hier? Ach, du bleibst da. Sehr gut. Und zwar, hier muss es irgendwo neue Tempel geben. Ich weiß nicht, wo. Also ich sehe ehrlich gesagt gar keinen neuen Tempel, ne? Kann es sein, dass es gar keine neuen Tempel gibt? Da waren wir schon mal, ne? Den haben wir fertig. Den haben wir auch fertig. Ich glaube, es gibt gar keine neuen Tempel. Da hat mich jemand verarscht. Irgendwer hat gesagt, es gibt neue Tempel im Startgebiet, wenn man die DLCs kauft. Aber hier sind gar keine neuen Tempel oder etwa doch. Habe ich irgendwas übersehen? Ist der neu? Nee, den kennen wir auch schon. Die kommen erst nach der Story. Ja, wow. Ja, wow. Ja, das hat sich ja jetzt richtig gelohnt. Das hat sich jetzt richtig gelohnt. Okay, Leute, dann machen wir die Story weiter. So. Dann machen wir die Story weiter. Und zwar, unsere Aufgabe ist es jetzt hier vom Zellkopfteich die blaue Flamme zu holen. Und zwar mit unserer Fackel. Und wie so ein Olympialäufer werden wir die Fackel vom Zellkopfteich hoffentlich erfolgreich ins Hateno-Institut bringen. Und wie kommen wir da hin zu diesem Teich? Ich würde sagen, wir starten... Ja, wir müssen von hier aus starten, ne? Ich glaube, von da aus ist der Weg nicht ganz so weit zur Fackel. Wir müssen mal schauen. Wir brauchen die blaue Flamme. Das ist unsere Aufgabe. Ah, lecker. Das ist so gemein, ne? Wenn hier Essen steht. Eigentlich will ich ja gar nichts essen. Aber wenn es da steht, steht es da. So, da müssen wir rüber. Ich wollte eigentlich gleiten, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ekino, du kannst ja auch schreiben, ne? Also wir haben hier keine 8000 Zuschauer, das heißt, der Chat ist wirklich dazu da, um zu chatten. Emote Only gibt es hier nicht. Emote Only gibt es hier nicht. Du kannst wirklich ganze Sätze und Wörter schreiben, wenn du möchtest. So, weiter geht's, Leute, weiter geht's.